Gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Footdraft wieder auf meinem Kanal, Leute. Heute ne neueste 194er Footdraft. Ich hoffe, bleibt am Start, Leute. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Macht die 2 Likes voll, falls ihr nicht abonniert habt. Kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren. Tick dabei sein, 14 Uhr täglich neues Footdraft-Video. Ich hoffe, ihr seid am Start, Leute. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, Leute. Wie immer, Spotify nicht vergessen abzuchecken. Meine Songs auf Spotify, Till FIFA Gaming heißt ich dort. Hört euch die Songs gern an, pumpt die Songs unten rechts, macht einfach dieses Dauerschleife-Symbol an, wäre mir wirklich sehr, sehr wichtig, wenn ihr mich da supporten würdet, wäre korrekt. Ich danke euch und ja, dann würde ich sagen, starten wir ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran, Leute. Let's go! Leute, hört euch gerne meine Songs auf Spotify und allen anderen Streaming-Plattformen an. Till FIFA Gaming heiße ich dort oder auch Mr. B, ihr wisst Bescheid. Hier sind alle Songs, jeden Donnerstag um 23.59 Uhr kommen die Songs hier neu online. Das heißt, ihr kriegt die Songs hier auch schon immer vor den YouTube-Videos. Ja, das heißt, geht schon mal gerne vorbei. Hier sind Songs online, die ihr vielleicht noch gar nicht gehört habt, zieht sie euch rein, klickt irgendeinen Song an und macht hier unten rechts dieses Dauerschleife-Symbol an und pumpt den Song den ganzen Tag, die ganze Nacht durch. Wenn ihr keinen Bock mehr habt, macht ihr einfach euer Handy leise, den Sound leise und lasst den Song weiter den ganzen Tag und ganze Nacht durchballern. Ich hoffe es doch. Danke euch. Okay, 5-2-2-1 nehmen wir, glaube ich, mit. 4-3-3 ist auch nice, aber 5-2-2-1 ist gut. Ich Baba-Formation. Ab geht's. Oh, Okocha, Best, Figo, Ronaldinho. Boah, nice Icons, Alter. Ah, Messi auch noch. Schade, leider kein linken Mittelfeldspieler. Würde Ronaldinho vielleicht da eingehen? Egal, wir nehmen Ronaldinho mit. Alter, was willst du machen? Ah, linker Flügel ist ja immer so eine Sache. Geht zwar auch noch besser als Ronaldinho, aber ist schon nicht schlecht, Digga. Carlos Alberto. Zweite Icon, 93er Icon Carlos Alberto. Schmeckt auch, würde ich sagen. Schmeckt. Habe ich noch nicht ganz so oft gehabt, aber nehmen wir auf jeden Fall mit. Hat er eigentlich den Prime Icon Moments Card? 94, glaube ich nicht, ne? Leute, checkt noch gerne meinen Shop aus, wenn ihr Bock habt. Nice Designs in Orange, Blau, Rot, Grün in den 4 Farben gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeutel. Nice. LED-Lampen am Start. Handyhüllen gibt es wie immer. Orange, Blau, Rot und Grün und gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Ich würde mich sehr freuen. Wäre nice. Und ihr wisst Bescheid, Leute, gerne auch meine Songs auf Spotify hören. Ja, Till FIFA Gaming heiße ich dort. Checkt die Songs dort ab. Hört auf Dauerschleife einfach unten rechts in der Ecke dieses Dauerschleife-Symbol machen. Zieht euch die Songs den ganzen Tag rein. Ich hoffe doch. Juri, Alter, Baba-Karte. Richtig gut. Boah, 89 Stärke. Alter. Stabil, der Juri. Berice. Juri Berice nehmen wir mal mit. Ha, bislang ja doch schon stabil. Wenn Mittelfeld jetzt gut wird, ist die Frage. Oh, Pogba. Ja, mit Pogba kann man arbeiten, 92er Rated. Dominguez, ja auch nicht schlecht, Digga, aber Pogba, ja, nehmen wir mit Pogba, Digga, lassen wir uns nicht hier gehen. Okay, erster Innenverteidiger, Innenverteidiger Nummer 1, die Innenverteidigung ist immer mega wichtig. Ah, Maguire, Digga, 90er Rated, naja, ist okay, aber Link Pogba, der immerhin Link Pogba, Godin, Piquet ist halt bitter, gibt es halt auch noch als Higher Rated Tots. Ich glaube, Piquet hat 93 und Godin... auch 92, 93, keine Ahnung irgendwie so. Schreibt's rein, wenn ihr es wisst. ZM, Leute. ZM ist mir wichtig. Ah, Veron kann mitarbeiten. Irgendwie kommen gerade richtig viele Icons, Digga. Feier ich sehr. Sosa. Boah, Sosa wäre higher rated, Alter, Leute. Was machen wir jetzt? Veron oder Sosa? Krisenentscheidung, Alter. Tots oder Icon? Eigentlich müssen wir Icon mitnehmen, Leute. Ihr wisst es, Icons haben immer Vorrang. Bruder, wir nehmen Veron mit. Schwere Entscheidung, aber egal. Wir nehmen Veron mit. Weiter geht's mit dem Innenverteidiger Nummer 2. Das ist jetzt nicht so geil. Obwohl Chiellini, naja. Ich meine, Maguire hat einen Tots, hat 90. Was hatten die normale Karte von Maguire? 82 oder so, 83, ne? Chiellini hat fast dieselben Werte wie ein Tots. Hat nicht ein Spiel, glaube ich, die Saison gemacht, weil der Kreuzbandriss die ganze Zeit hatte. Obwohl, je nachdem, wann die Saison vielleicht, wenn sie weitergeht in Italien, ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge da ist. Oh, Ruben Dias, 78 Tempo, stabil. Aber wir haben Kempel. Dann könnte Chiellini sogar noch ein Spiel machen, weil der müsste jetzt mittlerweile eigentlich wieder fit sein vom Ding her, oder? Weil der, wann hat er sich Kreuzband gerissen? Ich glaube im Januar oder so. Obwohl doch, da muss er eigentlich ein paar Spiele gemacht haben. Oder, nee, warte, nee, Quatsch. Ich glaube, der hat sich direkt irgendwie zu Beginn der Saison, irgendwie im September oder so, den Kreuzband gerissen. Ich glaube, direkt erst Spiel oder irgendwie so. War ganz komisch. Direkt zu Beginn. Also müsste er eigentlich so langsam, Kreuzbandriss dauert ja so 6, 7, 8 Monate maximal eigentlich. Maximal ist reingeschissen, weil 8 Monate, bei maximal 8 Monate zu sprechen, maximal hört sich schon nicht so lang an, aber ist schon lang ein Kreuzbandriss. Also ich denke mal so 6, 7 Monate, manchmal sogar ein bisschen schneller. Kreuzbandriss mittlerweile, ohne Scheiß, früher 1, 2 Jahre ausgefallen gefühlt, mittlerweile
3-4 Monate bis wieder am Start, Alter, ich sag's euch. Deswegen, eigentlich müsste Chiellini langsam wieder fit sein. Wer weiß, Alter, yeah, vielleicht spielt er noch. Garrincha, Digga. Messi als 97er. Was ist das für eine Karte, Alter? Spezialobjekt. Beste, Alter, diesen deutschen Namen, Alter. Spezialobjekt. Boah, Alter, das Ding ist, Garrincha wäre halt fresh, aber 97er Messi schmeckt halt auch richtig, ey. Das ist mir eine kritische Entscheidung, ey. Ich würde sagen, eben haben wir Veron mitgenommen, die Icon vorgezogen. War natürlich, für die Chemie ist das natürlich gut, aber wir nehmen Messi mit, Alter. Komm, 97er Messi. Okay, Stürmer muss jetzt nur gut werden, dann können wir locker, wenn der richtig gut ist, eine 93er Wertung haben. Das war jetzt nicht so gut. 92, shit. Kacke, Alter. Benzema hätten die auch mal jetzt ohne Scheiß. Benzema hätten sie rausrücken können als Tots, Alter. Wir nehmen als Soma mit. 89 Tempo, Junge. Krass. Also Soma hat auch jedes Jahr einen Tots, ne? Immer ohne Scheiß, Alter. 99 Stärke, richtige Maschine. Wie groß ist der? 1,90, ne? 1,90, der als Soma nehmen wir mit. Team ist okay. 92er Wertung, 90 Chemie. Geht klar, Alter. Ohne Witz. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist sehr in Ordnung. Danny da Costa bringt nicht viel. Digga, wir haben Carlos Alberto. Bringt gar nichts, um ehrlich zu sein. Nehmen wir trotzdem mit. Highest Rated Spieler. Naja, die 5 Spieler waren jetzt alle nicht so heftig für einen Draft. Aber naja, kann man nichts machen. Oh, Serge Gnabry. Boah, Mbappé 94. Boah, Mbappé wäre schon schmackhaft, Alter. Serge Gnabry, ja gut, wer Messi, kommt eh nicht gegen an. Nehmen wir Mbappé mit, Alter. Come on, let's go. Linked Pogba als Franzose. Linked aber Messi nicht. Von daher bleibt es bei der... Ah, warte mal. Der gleichen Chemie. Hä, das bringt keine Chemie. WTF, Digga. Ganz komische Sache. Warte, so bringt Chemie. Okay, und so. Okay, 96. Ich denke, auf 100 Chemie sollten wir kommen. Okay, wir brauchen einen neuen Torhüter. Fällt mir gerade auf. Wir haben Schmeichel nur im Tor. Also, Schmeichel wäre das die Icon, würde ich sagen. Okay, aber so, naja. Riquelme, auch nice. Neymar, naja, gegen Neymar. Gegen Neymar. Neymar kommt gegen Neymar nicht an. Gegen Ronaldinho kommt Neymar nicht an. Riquelme. Nehmen wir mit, Digga. Nehmen wir mit. Ist besser als Veron. Ist besser als Pogba, weil der Chemie mehr bringt. So, auf 98. Oder 5 Icons schon am Start, Alter. Wie gesagt, feiere ich gerade. Gerade kommen viele Icons. Van Nistelrooy. Bruder, Van Nistelrooy. Hat ich ihn überhaupt schon mal? Digga. Ist mal ohne Scheiß. Ich glaube, Van Nistelrooy hatte ich auch noch nicht am Start, ey. Sehr, sehr nice Sache. Hat er eigentlich den Prime Icon Moments? Van Nistelrooy. Ich glaube, ich hatte ihn noch nie im Draft, ey. 3 Sterne Skills, 3 Sterne schwacher Fuß. Na, ist jetzt nicht so heftig, wenn man ehrlich ist. Mit Van Nistelrooy müssten wir übrigens auf 100 Chemie sein. Zack, ja, 192er. Nice. 6. Icon. Junge, Foot-Birthday-Karten komplett am Start auf der Bank. Junge, nächste Icon, Digga, was ist hier los, Mann? Didier Drogba, Schmeichel, Lehmann und George Best. Eben noch gesprochen, hätten wir Schmeichel als Icon im Tor, Bruder, wäre ich zufrieden. Soll ich Schmeichel mitnehmen, 92 Rated? Ist schon nicht schlecht, Alter, komm, wir nehmen Schmeichel mit, Digga. Wir nehmen Schmeichel mit, packen wir ins Tor, zack, nice Sache, würde ich sagen. Kann man mitarbeiten, sehr, sehr nice Sache. 192er, Digga. Hier ist noch was möglich, aber... Obwohl... ich weiß nicht, Digga. Egal. Wir filmen... Oh. Kommt der Silberspieler. Beste. Schmeckt! Silberspieler, richtig geil, Alter. Richtig, richtig Baba, Alter. Richtig Baba. Penetone, wir mit, Alter. 73. Geile Sache, Alter. Korrekt, ey. Wieder komplett lost, Alter. Gareth Bale, Neymar, Skoko und Putsch oder Puch. Auch noch am Start. Geil, Alter. Neymar, naja, bringt nichts. Ja, können wir auf Linksverteidigerposition packen, aber. Digga, bringt sogar was, Alter. Also, was heißt bringt sogar was? Bringt nichts, aber. Das ist das Gute, dass nichts bringt. Aber higher rated als der Kollege Juri. Und zwar 4 Punkte higher rated. Von daher stabil. Vielleicht kommen wir dadurch sogar auf eine 193. Sieht nicht danach aus, schade. Digga, unser Team ist wirklich stabil, Alter. Ja, okay, Chiellini kann man auch. Jawohl, Chiellini ist auch schon okay. Maguire ist auch okay bei 89 und 90. Das war jetzt gar nicht gut, Lobotka. Der war mal in der Bundesliga, glaube ich, ne? Lobotka. War der mal bei Nürnberg oder so? Wer ist der mit Vornamen? Ist das der? Stanislav, boah, ich weiß nicht, Alter. Der kommt mir. Oder war das nicht ein Trainer, Lobotka? Ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein anderer, Alter. Petit. Nächster Icon. Prime Icon Moments von Petit hatte ich auch noch nicht am Start. Sehr, sehr nice. Digga, wie viel der Icon ist das? Warte, lass mal zählen hier. Nehmen wir erstmal mit. Wir haben noch Kanté. 4, 6, 7, 8 Icons. Bruder, könnte ein neuer Icon-Rekord werden, Alter. Eine Icon noch, da haben wir einen neuen Icon-Rekord. Was, wenn wir Veron hier reinstellen? Bringt 3 weniger. 3 Chemie durch Manager ist immer... Ist immer kritisch. Okay, eine Icon noch. Come on!
Baresi! Schmidt! 94er! 9 Icons, Digga, das neue Icon-Rekord. Bislang hat die 8 Icons maximal. 9? Bruder, damit kann man arbeiten. Und wir kommen trotzdem nicht auf 193. Ey, Digga, das ist doch. Ah, warte, warte, warte. Wir haben Bank noch nicht sortiert. Was ist hier los, Alter? Das ist ohne Scheiß, ey. Wir müssen auf 193 hier kommen. So eine Frechheit, ey. Komm echt nicht irgendwie. Junge, ich fass es nicht, ey. Eiskalt, wir kommen nicht, warum auch immer, auf 193. Ich habe keine Ahnung. Aber wird nichts, ey. Digga, das Team ist zu heftig. 9 Icons, neuer Icon-Rekord, aber keine 193. Korrekt. Richtig korrekt, Alter. Ricardo. Oh, Company. Ich hätte gerade fast Pereira mitgenommen, obwohl Company ein Ratingpunkt higher ist. Eine Icon noch, aber wird wahrscheinlich nichts, ne? Shit, Alter. Schade, Alter. Aber geiles Team. Und neuer Icon-Rekord. Und die ein oder andere Icon am Start, die sonst vorher auch noch nicht dabei war, sehr nice. 193er wäre echt schön gewesen, aber naja, kann man nichts machen, Leute. Das war's auf jeden Fall von diesem Draft. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, Leute, gerne kostenlos abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht die 1 Milliarde Likes voll, macht die 3 Likes erstmal voll. Ich will es hoffen, Leute. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, macht es gerne täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Check und Shop aus, nice Designs, orange, blau, rot, grün in 4 Farben, Kissen, Tassen, Tormodel, nice LED-Lampe am Start. Handyhüllen auch am Start, Leute. Orange, blau, rot und grün und gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch zur Bestellung dazu. Gerne abchecken. Ich würde mich freuen. Wir müssen Manager nochmal an. Fällt mir gerade auf, aber naja, bringt auch nicht viel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.